Alle Kaffeetrinker hören jetzt mal bitte weg. Ich habe nämlich voll einen im Tee. Ich stehe hier im Teegarten bei Teegeschwendner in Bonn. Wir begeben uns heute auf die Suche nach dem Namensgeber für einen Tee von Teegeschwendner, Karl Heinz. Außerdem haben wir im September die Beethoven-Wochen und noch vieles mehr jetzt. Also im Herbst gibt es ja den Karl-Heinz-Tee. Kennen Sie den? Kennen Sie den auch? Wer? Karl-Heinz. Welcher Karl-Heinz? Bist du der Karl-Heinz? Nee, der Herbst-Tee. Nee, den kenne ich nicht. Den Karl-Heinz, den habe ich eben getestet. Wirklich? Ja. Das ist ja der Herbst-Tee. Das ist der Herbst-Tee. Sie sehen auch so ein bisschen aus wie der Karl-Heinz. Das ist mit dem Hütsch. Ja, genau. Sie heißen aber nicht zufällig Karl-Heinz. Nein, ich heiße Günther ohne H. Günther ohne H? Vielleicht machen wir da auch mal einen Tee. Den Was? Günther ohne H-Tee. Karl-Heinz. Karl-Heinz hast du. Ist ein ganz netter Junge, hat ein Häubchen auf dem Kopf. Wir haben ihn gefunden, da ist der Karl-Heinz. Hallo Karl-Heinz. Liege ich da falsch jetzt? Ja, da liegen Sie falsch. Meine Tochter kauft nur bei Geschwendner Tee. Besonders den Karl-Heinz im Herbst. Hat sie einen Freund, der so heißt, oder? Nein, meine Tochter. Ja, ja. Der heißt nicht Karl-Heinz, nein, der heißt Dieter. Tja. Dieter-Tee. 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 Das ist der Karl-Heinz, der Herbst-Tee. Aha, und wozu soll der gut sein? Es gibt Zum Trinken. Ja,